Leute, es gibt ein riesiges Problem. Das letzte Video hat Camtasia nicht aufgenommen und dafür hasse ich dieses Programm. Ich kann, wenn ich meine Videos von GetSpace bearbeite, irgendwie nicht in der Timeline von Camtasia auf die Mitte oder so gehen. Dann stürzt Camtasia ab. Ich weiß nicht, wieso es das tut. Und deswegen kann ich auch nicht nur einen Teil des letzten Videos konvertieren und rendern, damit ich sehen kann, wo ich am Ende war. Und ich habe jetzt nicht vor, alle Videos erstmal zu rendern und dann weiterzumachen. Ich werde jetzt das letzte Kapitel laden. Also hier habe ich zuletzt, nee, letzte Uhrzeit. 9 Stunden 24 Minuten, 9, 8 Stunden 59 Minuten. Von da an werde ich jetzt weiterspielen. Das kann ja gar nicht stimmen. Das war schon im Kapitel, nee, das war noch im Kapitel Das Ende aller Tage. Wir sind schon im nächsten Kapitel. Und da habe ich schon Videos fertig. Leute, ich hasse Camtasia. Ausgerechnet heute geht was schief. Dreckskackteil. Wo sind wir hier? Ja, hier sind wir eindeutig noch beim Shuttle. Nee, das mache ich nicht nochmal vom Shuttle aus. Tut mir leid, Leute. Ich kann doch nicht so kacke gespeichert haben. Ah, geht doch. 9 Stunden 24 Minuten. Ich habe gedacht, das hier wäre eine 8 Stunden 28 Minuten. Annehmen. Ich hoffe, da sind wir schon vom Marker weg. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Hast ihr es auch? Ja? Das finde ich gut. Vielleicht ist es auch schon zu weit. Ich weiß es nicht. Oh, das Spiel macht keinen Spaß. Ich gucke mich mal kurz hier um. Ne, der Save Point sieht in Ordnung aus. Also ich weiß nicht, ob das letzte Video hier angefangen hat. Ich rekonstruiere einfach mal. Dazu gehe ich zurück. Guck mal in unser Inventar. Ne, es sieht alles noch okay aus. Also es könnte sein, dass ich nicht allzu viel rekonstruieren muss. Ich hoffe einfach, auf dem letzten Video war drauf, wie ich den Marker freigekämpft habe. Also, damit ihr euch nicht langweilt oder denkt, ey du doof, wieso gehst du jetzt zurück? Da warst du schon. Ich mache das für euch, weil ich nicht nachprüfen kann gerade, wie weit ich schon war. Also nicht meckern, ja? Ja, wo ging es denn jetzt hier lang? Blinktür, Blinktür, Blinktür. Frachtraum. Also, wir waren hier unten. Dort waren Tentakelmonster, dort waren Tentakelmonster. In der Mitte ist immer noch eins und da ist eins. Wir mussten den Marker per Schalter dort aktivieren. Da kam er ja, per Kran hochgefahren aus dem Loch. Wo kommt das denn jetzt her? Ich bleibe ein bisschen in Bewegung. Und da mussten wir ihn per Kinese von da bis nachher da hinten schaffen, aber vorher die Tentakelmonster ausschalten. Das ist jetzt ein bisschen knapp erzählt, aber ich muss in der Zeit auskommen. So. Danach sind wir hier lang. Oh Leute, ich weiß, wie langweilig das für euch sein muss jetzt. Da müssen wir in den Aufzug. Hier ist ein Shop. Ja, den Anfang habt ihr auf jeden Fall schon gesehen. Ich meine, wir haben hier angefangen, da war Kapitel 10 gerade zu Ende. So, mit dem Aufzug nach oben. Ja. Und jetzt haben wir noch 6 Minuten. Mal sehen, ob ich das kommende in 6 Minuten schaffe, was ich schon mal geschafft habe. Also sollte es kein Problem werden. Hallo, munitionsmäßig stimmt aber was gar nicht. Ja, es stimmt was gar nicht. Ich hätte jetzt noch ein bisschen Munition kaufen können. Hier ist aber noch voll. Okay, 100 Schuss. So, wir gehen jetzt zum Frachtraum. Leute, die Aufnahme ist doch nicht so, wie ich dachte. Normalerweise wäre jetzt hier das Licht ausgegangen, spätestens hier. Und der Raum steht unter Quarantäne. Hier sind, ich glaube, drei pinke Nekromorphen und zwei schwarze gewesen, mit denen ich mich angelegt habe und einmal verkackt bin. Abgekackt bin. Es tut mir wirklich leid, Leute.
Ich habe keinen Safe mehr, der früh genug ist, dass ich das noch machen könnte. Es tut mir wirklich leid. So, wir gehen weiter. Und er kommt jetzt mit dem Shuttle. Noch schlimmer wäre es gewesen, wenn das ein Safe nach dem Kommen vom Shuttle gewesen wäre. Das hätte ich nicht mehr so toll rekonstruieren können. Also, hier ist ein Secret. Peng, sage ich nur. Da. Dort liegt Mrs. Peng. Ein Item im Wert von 30.000 Credits, wenn wir es verkaufen. Und dieses Item, ich weiß nicht, ich habe das erste Mal durchgespielt, das Spiel, da habe ich die gefunden, hatte das Spiel zu Ende und 20 Energieknoten gekommen. Ich weiß nicht, ob das von Mrs. Peng kam oder normal ist. Auf jeden Fall, wenn wir sie verkaufen, gibt das 30.000. Und da wir eh nicht nochmal spielen werden, verzichte ich auf die Energieknoten, falls es durch Mrs. Peng kam, und sacke die 30.000 für einen neuen Anzug ein. Deswegen bin ich gerade auf dem Weg zum Job. Es tut mir noch, ich sag's nochmal, es tut mir leid mit der Situation gerade. Ich hasse Camtasia, vielleicht hilft euch das ein wenig. Ja. Was ich eben noch erläutert habe, aber was ihr nicht hören könnt, ich erläutere es nochmal. Jemand schrieb mir, dass man Command & Conquer 1 und Alarmstufe Rot mit Fraps aufnehmen kann. Und ich lade mir bestimmt keine Trial-Version. Und falls meine Vollversion ist abgelaufen, falls jemand eine Vollversion hat von euch, testet mal bitte, ob man damit Command & Conquer 1 oder Command & Conquer Alarmstufe Rot aufnehmen kann. Command & Conquer Alarmstufe 1 und Command & Conquer Teil 1 Tiberium Conflict gibt es umsonst zum Download. Ich glaube sogar, nee, bei Chip glaube ich nicht, aber www.cnc-hq.de oder cnchq.de. Dort könnt ihr das laden. Dort gibt es auch von Alarmstufe Rot eine Mini-Version, die ist, ich glaube, 12 MB groß. Da kann man echt nicht meckern. Es wäre echt nett, wenn jemand mit Fraps Vollversion das von euch testen kann. Falls ihr jetzt denkt, ich will kein Command & Conquer, ist ja voll doof. Wenn ich das aufnehmen kann, heißt das auch gleichzeitig, dass ich StarCraft aufnehmen kann, wie geplant, dass ich Diablo 2 aufnehmen kann, wie geplant. Also, ich weiß nicht, vielleicht gefallen die Titel euch ja mehr. Auf jeden Fall kann ich die jetzt im Moment auch noch nicht aufnehmen. Also, es wäre echt nett, wenn einer von euch mal gucken könnte, ob das funktioniert. So. Ich bin ein Idiot. Wieso fahre ich jetzt schon wieder runter? Ich habe gerade das Mrs. Peng verkauft. Wieso fahre ich jetzt schon wieder hoch? Ich muss noch mal runter. Das schlägt wenigstens ein bisschen die Zeit tot, weil wir haben noch 2 Minuten. Ich weiß, das ist für euch jetzt langweilig und sowieso doof wegen der Situation gerade eben, aber ihr kennt meinen Standpunkt und ich wüsste nicht, wie ich den noch deutlich machen soll. Ich finde das auch nicht schön. Ja, was gibt's noch? Hui, mir fällt nichts mehr ein, was ich mit euch besprechen könnte. Jetzt auf die Schnelle. Die ist gut, die ist auch gut. Ja, nachladen, ich hab's schon gewusst. Mach auf die Scheißtür. Kann doch gar nicht so lange dauern. Ratatatata. Ich hab einen Ripper ohne Munition. Passt auf, ich bin gefährlich. So, und ich habe mir das extra eingeteilt eben mit dem Verkaufen. Ich weiß nicht, ob der es gesehen hat. Nachdem ich die Marker besorgt habe, habe ich ein paar Sachen verkauft, so dass ich knapp 30.000 übrig hatte. So. Und Mrs. Peng bringt uns auch 30.000 und der Anzug kostet 60.000. Das heißt, wir kaufen uns den neuen Anzug. Und da geht er wieder schwul rein. Ja. Zwängt er sich ein. Und der Strahl kommt. Und es ist immer dasselbe, außer wenn er rauskommt. Er macht ja zwar trotzdem das gleiche, aber er sieht anders aus. Ja, sieht schön aus, ich weiß. So, wir sind jetzt rundum gepanzert mit, keine Ahnung, könnte Kupfer sein. Ja, das war's. Nein, das war's nicht. Wir können noch zweimal Plasma-Energie kaufen. So, ich beeile mich jetzt mit Speichern, damit ich das zum Ende der Folge noch hinbekomme. Und Leute, seid echt nicht sauer. Ich sag's jetzt zum 7. oder 8. Mal, ich kann nichts dafür. Ich schneide bestimmt nicht mit Absicht was raus, das könnt ihr mir glauben.
Ja, was liegt jetzt noch an? Morgen gibt es wieder neue Teile Fallout und Dead Space. Wie gewohnt, ihr werdet nicht zu knapp kommen. Und ich erinnere euch nochmal an Traps, dass das einer testen möge. Und ja, es gibt nichts weiteres. Was? Fluchtlounge? Ne, Fluglounge. Ich dachte schon. So, ich speichere hier mal wieder erneut. Ich hasse das Spiel. Nein, ich hasse nicht das Spiel, ich hasse Camtasia. So, der ist ganz alt nach dem Klops, den können wir überspeichern. Ich danke euch fürs Zusehen, für euer Verständnis. Bis zum nächsten Mal.